Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring, DLC Tag 1. Es geht los, Ring von Mikella. Ich habe gerade angemacht, es ist irgendwie mitten in der Nacht, 4:30, 5:15. Und ich gehe rein. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass man zu Mog muss, oder? Aha! Schaut euch an, wer steht denn da? Wer steht denn da? Wer steht denn da? Wer bist du? Ich finde es so cool, und das muss ich wirklich mal sagen mit Nachdruck, dass genau das, was vor 2 Jahren schon gesagt wurde, einfach nur, weil die dreimal irgendwie Mikellas bzw. Millicents Questline und fünfmal Mogwyn gepatcht haben, das war so offensichtlich, dass der DLC sich hier rum kümmern mu muss. Ich meine, klar, bietet das hier auch im ganz Elden Ring den besten Plot, um darüber nochmal mehr Story zu machen. Aber es war so unfassbar vorhersehbar, was in anderen Souls-Teilen jetzt nicht unbedingt so war. Und ja, es ist einfach berührt den Arm, genauso wie wir es vor 1000 Jahren schon gesagt haben. Okay, wir sind da. Wir sind da. Und jetzt geht's, also jetzt blind, ne? Das erste Mal, dass man nach 2 Jahren wieder sagen kann, ey, ich laufe hier blind ein Souls Game lang. Let's go. Grabfeld-Ebene. Haben wir hier den ersten Dungeon oder was ist hier los? Westliches namenloses Mausoleum. Reiner. Ritter der Einsamkeit. Ich kann keine. Direkt die Waffe. Wie geil. Ich kann keine Asche holen. What? Der Typ so bastet, ne? What the fuck? Der hat mich einfach gewone-hittet. Was war das denn? 2000 Jahre später. Ich bin hier im No-Hit-Run. Das ist eigentlich auch das Einzige, was schwer an ihm ist. Wenn er nicht alles one-hitten würde, dann wäre er bestimmt schon dreimal down. Das ist tatsächlich das Einzige, was an ihm schwer ist. So, Großschwert der Einsamkeit. Helm der Einsamkeit, bla bla bla, werden wir alles spielen. Leute, geschafft. Weiter geht's. Rückhandklinge. Geschwungene Klinge mit Rückhandgriff. Eine Waffenart, die seit Generationen. Warte mal, ist das eine Rückhandklinge? Das ist eine neue Waffenart. Lol, das ist eine neue Waffenart, Leute. Belurat-Turmsiedlung. Ich bin jetzt 1,5 Stunden drin. Klar, 1 Stunde war nur der erste Boss. Aber die ersten Stepper in das DLC gibt halt komplett Diablo-Feeling, ne? Diablo-Feeling. Komplett Elden Ring-Feeling. Also genau so ein Feeling, wie man es sich. Ich weiß nicht, ob wünschen das richtige Wort ist, aber wie man sich's, sag ich mal, vorstellt oder vorgestellt hat. Oder. Nee, das ist auch nicht die richtige Bezeichnung. Es gibt hier genau das, was, also es, du fühlst dich zu Hause. Es ist nicht so, dass du denkst, das ist ja gar nicht mehr Elden Ring. Jeder Stepper, alles, was du siehst, jeder Gegner fühlt sich genauso an, wie sich halt Elden Ring anfühlt. Also es bricht nicht mit irgendwelchen Dingen. Es ist einfach das, wie du es auch gewohnt bist. Also, es ist Elden Ring. Das kann man einfach so, glaube ich, plakativ dumm sagen. Du kriegst, was du gekauft hast. So, ist jetzt hier der erste Boss oder wie? Oder was? Wenn das kein Boss ist, dann weiß ich auch nicht. Boss-Time! Ist das dieses Hund-Ding? Den dreckigen Nachwuchs der Hure?
Es wird jetzt so doll die Mimik geholt. Let's go! Geiles Thumbnail. Hast kurz geleckt, was ist das denn? Mimik, alte Taktik. Abfahrt. Die alte Taktik. Die altbewährte Taktik, sage ich. Alter, der macht ganz schön Blitzschaden. Es regnet auch noch. Aua. Meint er, der hat zwei Phasen? Meinte, der macht jetzt Eis? Meinte, der macht erst Blitz und dann Eis? Meinte, der macht übel viel Schaden? What the fuck? Panic Roll! Panic Roll! Echo des tanzenden Löwen. Okay, was ist das? Ach, ein Echo, damit kann ich bestimmt eine Waffe machen. Und noch ein Item. Göttlicher Bestienkopf. Damit jeder sieht, dass ich ihn besiegt habe. Let's go. Let's go. Den fetze ich aber sowas von, Alter. Das ist mein Kopf. Ja, guck mal, was man mit der Asche machen kann, ne? Man kann Aschen doch verdoppeln, ne? Ich glaube, ich mache das direkt. Ah, Latzer Zulauf der ruinierten Schmiede. Ah, da hab ich Bock drauf. Da hab ich Bock drauf. Mal so ein richtig schöner Oldschool-Schmiede-Dingsbums. Da hab ich Bock drauf. Naja, schön. Das freut mich. Da hab ich Bock drauf. Oh ja, das kennen wir doch auch aus dem Trailer. Oh ja, da sehe ich mich. Altar untersuchen. Amboss-Hammer. Uralter Drachenschmiedestein. Das war's. Das war's. Amboss-Hammer, Alter! Nobu, bist du noch da? Ne, der ist arbeiten, ne? Aber das ist Nobus Waffe, sage ich euch. Schmiedekunst-Speere. Bam! Sadu Altus, hier ist eine Gnade. Festung des Tadels. Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Einfach in eine Festung reingesprungen. Festung des Tadels. Einfach reingesprungen. Ja gut, dann gucken wir uns mal die Festung an. Okay, okay, okay. Panic Rolls sind immer noch die besten Rolls. Panic Rolls sind immer noch die besten Rolls. Scheiße, habe ich den gecheased. Scheiße, habe ich den gecheased. Kriegsasche, Aspekt des Schmelztiegels. Flügel. Aha. 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 Was haben wir denn hier? Ein Altus-Tunnel. Was gibt's hier? Uraltes Meteoritenerz-Großschwert. Und ein uralter Drachenstein. Ich will nicht sagen. Aber da sehe ich mich, Alter. Da sehe ich mich aber sowas von. Alter, sieht geil aus. Ja, da habe ich Bock drauf.
Da sehe ich mich. 4000! Junge, der schmeckt. Der schmeckt. Ich glaube, damit spiele ich auch ein bisschen im DLC. Ah, sage ich. Schloss Ensis. Was ich finde, ich auch mal lobend hervorheben muss, ist, dass natürlich komplett ohne Fehler hier alles funktioniert, ne? Also nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch viele andere hatten und haben bisher noch nicht einen Fehler oder so gehabt. Also ich finde, das sollte man auch mal erwähnen. In der Zeit der vielen Early Access Beta Demo Scheiße muss man auch einfach mal sagen, wenn etwas gut läuft und ohne Fehler und Probleme läuft. Es läuft einfach. Es läuft einfach so, wie man sich's wünscht. Oh, oh, oh. Wenn Skoppel schon sagt, das ist der beste Boss, bin ich sehr gespannt. Ob das ein Boss ist, den man schon kennt? Relana Zwillingsmutritterin. Wie cool. Mit einer Doppelwaffe. Junge! Der Doppelattacke? Übertreib doch nicht! Hab nichts dazu heilen, ne? Crazy. Kann die eigentlich auch stunnen? Die hat Feuer und Eis. Okay! Alter, geil. Ich kann verstehen, wieso Skoppel die gut findet. Feuer und Eis. Let's go. Gibt die jetzt auch ihre Waffen? Echo der Zwillingsmondritterin, klar. Muss man auf jeden Fall verdoppeln. Gibt bestimmt wieder zwei Sachen. Aber der war cool. Echo der Zwillingsmondritter. Obwohl ich erst mal gucken sollte, ob die überhaupt zwei hat, ne? Um ehrlich zu sein. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man zwei Sachen daraus machen kann. Abfahrt. Okay, wir machen hier den einmal. Und den einmal. Und hier auch zwei. Guck mal hier. Relanas Zwillingsklinge. Sehr cool. Und Relanas Zwillingsmonde. 72 Weisheit. Okay, die Zwillingsklinge will ich ausprobieren. Nicht sehr stark, aber cool. Alter, wie cool ist die Waffe? Okay, rein ins böse Schloss. Also das sieht schon... Das sieht richtig gefährlich aus. Also wenn es ein Schloss gibt, das gefährlich aussieht, dann das hier. Das ist eine richtige Festung. Das ist eine richtige Festung, aber da kommt auch nicht der Feuerriese rein. Also da, der Stein ist härter als normaler Stein. Seht ihr das? Dieses Riesentor schon. Das ist Mordor, Leute. Genau. Und erstmal kommst du rein. Erstmal natürlich nochmal ein Aufzug, weil den kannst du abschalten. Da kommt nämlich niemand irgendwo hin. Die können ja nicht fliegen. Schattenbergfried. Das wird jetzt... Ich sag, das wird eine heftige Burg. Wenn jetzt hier direkt ein Boss wäre, das wäre witzig. Ist einfach. Das Nilpferd ist hier. Das kennen wir doch auch aus dem Trailer. Also bei dem Meeting wäre ich gerne dabei. Ey, lass doch mal ein Nashorn-Nilpferd machen. Als Boss, das wär's doch. Nashorn-Nilpferd. Was das? Alter, wie sieht der denn aus? Er sieht doch gar nichts. Ist er nicht blind? So unfair, kann gar nicht sehen. Sage ich. Nein, nicht mich! Das killt bestimmt! Oh, ne. Den habe ich nicht kommen sehen. Seit wann kann er denn springen? Wieso kann er auf einmal springen, der Sack? Oh, da war's. Aspekt des Schmelztiegels, Dornen. Cool. Promlager. Eine Schlange? Tarnished, it seemeth.
Eine Drachenschlange? Ah, guck mal, da ist er. Den kennen wir doch. Den kennen wir, das ist er. Aber dass er jetzt schon kommt, ist irgendwie komisch, sage ich. Ups. Dass er jetzt schon kommt, dass ich habe das Gefühl, es kommt noch so viel. Das ist ja, ich habe nicht mal die Hälfte gesehen. Also wenn man mal alleine guckt, das Ganze, ich weiß ja nicht, was hier für ein Gebiet noch kommt. Aber das Gebiet, das ganze Gebiet hier und das Gebiet hier noch. Dass jetzt hier im Schatten, in der Schattenburg der Kollege schon kommt, hätte ich nicht gedacht. 2 Stunden später. Mann, jedes Mal macht er die Attacke. Und ich kann ihn nicht lesen. Wieso geht der dann direkt auf mich? Wieso auf mich? Ficken, Alter. Er geht einmal in der zweiten Phase nicht Full Metal Jacket auf mich und da ist er down. Echo des Failers. Da muss ich jetzt auf jeden Fall noch ein Mausoleum finden. Ja, Leute, ich würde sagen, der Tutorial Boss ist down. Der Tutorial Boss ist down. Das war's mit der ersten Folge. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ich werde auf jeden Fall eine zweite Folge machen, je nachdem, was noch so kommt. Dann auf jeden Fall ein Follow da lassen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.